Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück in unserer fahrenden Würstchenbude und bei GTA 2 für die PS1 natürlich. Im letzten Bezirk und in der zweiten grünen Mission für die Zerbatzo, die jetzt auch schon wieder eine ganze Weile dauert, möchte ich mal dazu sagen. Also sie sind auf jeden Fall ein bisschen länger geworden. Ich bin auch mal gespannt auf die gelben und roten, ob die dann auch einfach nur schwerer werden oder halt auch einfach durch die ganze Stadt führen. Ich sollte echt aufhören, die Leute zu überfahren, ganz ehrlich. So, wir hatten wohl eine Verabredung. Du wartest hier, während ich die Würstchen auflade. Okay. Ich warte. Diese Person wartet auf deinen Würstchenwagen, Gecko. Ja, diese Würstchen sind vergiftet, natürlich. Wenn ich schon einen Würstchenwagen brauche, dann doch sicherlich einfach dafür. Da wird sich jetzt gerade um den Waffentechniker gekümmert, aber ich glaube, da kommt jede Hilfe zu spät. So wie es den gestern aus dem Latschen gehauen hat. So, und jetzt bringen wir mal die vergifteten Würstchen ans Ziel. Okay, ich habe eine Hupe. Ich habe gedacht, ich habe so ein bisschen Eiswagenmusik oder sowas. Leider nein. Fahren wir mit Topspeed jetzt erstmal nochmal auf die andere Seite. Das ist halt, also jetzt werden die Missionen halt ordentlich gestreckt, damit man hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Spielzeit reinsteckt. Könnte aber auch sein, dass es jetzt einfach die grünen Missionen sind, weil die nicht schwer sein sollen, sondern einfach nur lang dauern. So, jetzt hier durch die Krishna-Sektion fahren ist natürlich auch mutig. Aber wenn man Bock hat auf Würstchen, dann ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Ich habe Sie gewartet, ein Frankfurter, bitte. Haben Sie irgendwelche Informationen für mich? Der fällt doch jetzt gleich um. Oh, er wird grün! Das ist ein nettes Detail. Es ist ganz anders. Gift. Zaubergecko, jetzt müssen die Russen irgendwie loswerden. Trifft einen Kontaktmann auf dem Dach. So. Aber finde ich tatsächlich ganz cool mit diesem Grafikeffekt, dass der dann auch nochmal grün wird. Also hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, weil ich glaube, ich hatte auch noch bisher noch nicht so viele Waffen, die Leute vergiften. Da sind wir wieder bei den Details, ne? Wegen GTA-Reihe und ihre Details und sowas. Das ist jetzt nur das Problem tatsächlich, dass wir hier so ein bisschen Hare Krishna-mäßig unterwegs sind. So, wir müssen die den Russen irgendwie loswerden. Trifft einen Z-Kontaktmann auf dem Dach. Bin ich einmal gespannt, was der jetzt sozusagen hat. Ich fahre jetzt die ganze Zeit mit dieser Würstchenbude durch die Gegend. Das ist jetzt so die Frage, wenn jetzt noch jemand anderes ein Würstchen haben will. Wenn jetzt jemand irgendwo hier Bock auf einen Hotdog hat, was jetzt in einem Industriebezirk vielleicht gar nicht mal so unabwegig ist. Was mache ich denn dann? Also ich könnte halt einfach kackendreist Profit rausschlagen oder ich sollte vielleicht die Karre mal so langsam loswerden. Müssen wir nun mal gleich mal gucken. Irgendwo hier und dann aufs Dach, hat er gesagt. Oder? Ich hätte wahrscheinlich eine von diesen ganzen Aufgängen da schon nutzen müssen. Wow. Mal eben kurz schon mal eine Speicherung, weil irgendwie diese Limousine hier unten und sowas, das kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Warte, hier war vorhin irgendwo eine Treppe oder so, zumindest so ein Aufgang, irgendwas. Was war das denn? Ach, hier ist ein Telefon. Willkommen bei den Zerbatzo. Oh, da kann ich zumindest schon mal lernen. Falls, ne? Also wir arbeiten jetzt momentan eh schon für den... Wer heißen die Krishna-Typen? Okay. Wo bin ich denn jetzt gerade dran gefahren, dass ich dieses... Ach, da hier. Hier geht es zumindest ein bisschen hoch. Dann hier sehr viel Gespringe tatsächlich jetzt im letzten Part. Davor musste man das irgendwie gar nicht nutzen. Jetzt haben sie es ein bisschen übertrieben. So, was hast du denn hier für mich? Ich habe einen Koski-Schlitten mit einer Fernbedienung ausgerüstet. Fahr in ein russisches Gebiet. Ah, jetzt haben wir diese Fernsteuerungsmechanik wieder drin. Das finde ich sehr gut. Sitze jetzt gerade eh nicht in der Karre drin. Das ist jetzt nur die Frage, wahrscheinlich muss ich jemanden abholen, oder? Warte mal. Halte nach diesem Wagen Ausschau. Er wurde erst vor ein paar Stunden gestohlen, okay. Tabernakel finde ich auch geil als Bezirksnamen.
Und so fahren wir immer wieder weiter nach Norden. Ich hätte mir vielleicht im Vorfeld dann wenigstens mal die Map irgendwie mal angucken müssen. So einfach nur als kleinen, aber feinen Überblick. Okay. Ich weiß nicht, ob der Fahndungslevel nicht sogar tatsächlich ausgeschaltet ist, dadurch, dass wir jetzt einfach nur mit einem ferngesteuerten Auto durch die Gegend düsen hier. Die Möglichkeit besteht ja auf jeden Fall. So, Pravda. Auf jeden Fall super lange Fahrwege die ganze Zeit. Also, ich hoffe mal, das wird zumindest dann irgendwie in den höheren Missionen dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen ausgelotet. Und das sind, diese grünen Missionen sind ja sowieso immer so ein bisschen so wirklich diese Standard-Quests, ne? Fahr dahin, mach das kaputt, fahr dahin, mach das kaputt. So bei den gelben, roten, da wird es dann wieder so ein bisschen kreativer auch. Moment. Ich glaube tatsächlich, der Kollege, der wird die ganze Zeit immer neu resettet, dadurch, dass ich hier kein Fahndungslevel kriegen kann mit der Kiste. Das ist ja auch interessant. Es ist allerdings immer noch nicht ganz durch, wo ich jetzt hier eigentlich bin und was ich hier tue. Aber wir kommen immer näher. Jetzt, da sind wir doch. Ja, und jetzt? Der Fall ist bereit. Lotse den russischen Soldaten. Nein, du hast die Russen verloren. Fahr zurück, finde sie. Da, ne? Achso, hängen sie nicht ab, du baust sie und Dingens. Achso. Ah, die verfolgen mich. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ehrlich, aber warte mal. Und die Mechanik funktioniert irgendwie nicht ganz so gut tatsächlich. Oh nein, ich glaub, die KI weiß nicht mehr, wo ich bin. So, da sind sie jetzt zumindest. Jetzt ist er, glaube ich, wieder an mir dran. Jetzt aber, okay, alles klar. Sie haben uns wieder. Okay, jetzt irgendwie versuchen, die Kollegen dahin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Und dann werden die in die Falle reingelockt. Oh, oh. Ich sollte speichern. Hängen sie nicht ab, du brauchst sie noch für die Krishnas. Okay. Dann, wenn wir dann an dem Zielpunkt angekommen sind, dann schnappt die Falle hoffentlich zu. Dass hier keiner in der Kiste drin ist, ist natürlich dann jetzt auch nochmal eine andere Geschichte, aber... Ich weiß auch gar nicht tatsächlich, wie dieses Prinzip funktioniert. Ob die eher auch wieder so eine Makro gesteuert, also dass ich jetzt Makros vorgebe, die dann der Wagen umsetzt, oder ob die mir wirklich folgen. Ich bin da ein bisschen überfragt, wie das Ganze programmiertechnisch funktioniert hier, ehrlicherweise. Das ist richtig im Kopf, werden die für die Krishnas gebraucht, oder was? Du hast die Russen verloren, hängen sie nicht ab, du hast die Russen verloren. Fuck, ich habe diesen ursprünglichen Text, finde ich nie wieder. Das ist jetzt alles irgendwie verschwunden unter ganz vielen Systemeinblendungen, weil ich das nicht ganz verstanden habe, das System. Ja, wir müssen, glaube ich, nicht mehr so weit, dass die sich halt auch... Also ich weiß nicht, ob das für die motivierend ist, dass ich brenne. Und die deswegen an mir dranbleiben. Nein. Ah, scheiße. Ich hab die nicht verloren. Ich muss nur hier vernünftig rauskommen. Ist aber auch nicht so, dass die irgendwie aussteigen und versuchen, mich aus der Karre zu ziehen oder sowas, ne? So, hier. Guck lieber zu, wie eine perfekte Selberzufalle zuschnappt. Ja, ich merke schon. Perfekte Falle. Super, Gecko. Der Tod der Russen wird den Krishnas in die Schuhe geschoben und alle Verräter sind beseitigt. Hier hast du 40.000 Dollar, jagt den Wagen in die Luft, er hat ausgedient. Haben wir somit dann jetzt auch getan. Gelbe Telefone sind freigeschaltet. Oh. Einfach mal auf diesen Sieg kann man ja mal einen Schuss in die Luft abfeuern. Ich glaube, das ist ganz okay. Und die Mission ist vorbei. Das heißt, jetzt Richtung Gelb. Also einmal ganz kurz gucken. Also das mit den Russen, also mit den Krishnas verbauen wir uns jetzt natürlich gerade so ein bisschen. Hatten jetzt ja natürlich auch so ein bisschen zwei Fliegen. Ja, mit einer Klappe hätte ich gesagt. Weil ich glaube, die Krishnas, die jetzt da standen, die hat es jetzt dann mit erwischt.
Ist natürlich dann auch ganz praktisch für die selber zu tatsächlich, aber irgendwie verwirrt mich noch tatsächlich, dass dieser Kran anscheinend auch von den Russen bedient wurde oder sowas. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das dann noch so ein Überbleibsel war, weil die Mission eigentlich für die anderen gedacht war. Oder ob die da irgendwie zusammenarbeiten und zusammen irgendwie Schmuh machen. Das hat sich noch nicht ganz so rauskristallisiert tatsächlich. Jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt, wo ich jetzt hier eigentlich hin muss. Ja, das ist jetzt natürlich alles irgendwie zu hier. Das ist jetzt wieder eine große Basis. Wo ich erstmal den Eingang finden muss. Das sieht doch schon mal gut aus hier. Kling, 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 kling. Kriegen wir jetzt auch Zeug hier nochmal zugeschmissen oder muss ich dafür wieder einen ganzen Jump'n'Run-Parcours absolvieren? Hier ist eine schallgedämpfte Maschinengewehr, das ist auch schon mal ganz nett hier. Und wir haben auf jeden Fall wieder zwei Telefone, wir nehmen das linke zuerst. Connecting! Rache! Hey Gecko, ich bin's, Uno Kabe, ich verticke legale Drogen zum doppelten Preis. Na schön, auf dem Schwarzmarkt. Wenn du mit dem Geschäft mitmischen willst, musst du dich mit Ziggy Powell treffen. Dann treffen wir uns mal mit Ziggy Powell. Das ist jetzt nur die Frage, ich muss jetzt erstmal hier wieder rauskommen. Da fängt es ja schon an. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich kann auch einmal hier drum rumlaufen, dann spare ich mir den ganzen anderen Weg. So, dann fahren wir mal zu Ziggy Powell. Ich bin mal gespannt, ob wir einigermaßen mit der Produktion hier nochmal durchkommen oder ob das jetzt auch wieder so eine elendig lange Mission wird. Und dass die alle ähnlich getimt sind. Ansonsten machen wir jetzt heute mal ausnahmsweise ein bisschen länger. Damit wir da vielleicht mal wieder auf den grünen 2 kommen oder so. Ich muss mal gucken. Nicht, dass es jetzt wieder so ein Mischmasch wird, wie wir das ja bei London oder 1 hatten. Mit den längeren Missionsabschnitten. Aber wie gesagt, ist ja jetzt erstmal noch weit hergeholt. Erstmal müssen wir uns mit Ziggy Powell treffen. Vielleicht kommt gegen Ende ja alles ganz gut durch hier. So, zack. Erstmal gegen eine Wand fahren. Wie sich das gehört, weil andere Bremsen gibt es in diesem Spiel einfach nicht. Außer gegen Wände zu knallen oder gegen Autos. Übrigens dieser einzige Punkt, den ich bisher gefunden habe, unten bei den Krishnas, ist und nein, ist und bleibt der einzige, den ich kenne. Egal, hier, wenn du Kowski spitz kriegen, dass ich mit einem Setman Geschäfte mache, bin ich ein toter Mann, komm mit einem Kowski-Wagen wieder. Dann werden wir sehen, was wir machen können. Da ist ein Kowski-Wagen. Natürlich auch schön, dass ich jetzt den Wagen klaue, weil dann bin ich, jetzt bin ich dann wahrscheinlich unten durch bei denen. Wow. Immer, ich war das nicht, das war die Polizei jetzt. Also wäre schön, wenn ich jetzt nicht gesucht werde, weil dann können wir wenigstens ein, zwei Sekündchen hier stehen bleiben. Ah, okay, jetzt kommt er aber auch mit. Okay, cool. Kleine Runde gemacht. Bestell ohne, dass die Kowski bessere Modedrogen haben wollen, wie das neue Mitzi. Schön. Auch schön, dass ich jetzt diese Polizei am Arsch habe und gerade noch ausführen wollte, dass ich noch nicht so viele Pay-and-Spray-Punkte kenne in dieser Stadt hier. Oder zumindest in diesem Bezirk. Könnte interessant werden. Ja, der neue Typ in der Karriereleiter sollte schnell noch hoch, er sollte keine Probleme machen. Jetzt keine Geschäfte mit mir machen, weil ich in so einer Karre sitze, oder was ist das jetzt hier für ein Problem? Ich würde auch wahnsinnig gerne diesen Fahndungslevel mal langsam loswerden, ehrlicherweise, weil der geht mir schon noch ein bisschen auf den Sack bei einer Mission, wo ich anhalten muss bei Leuten. Dieser eine Typ, ey. Ich will jetzt oben diese Karre hier. In der Hoffnung, dass das dann jetzt so tatsächlich nicht funktioniert. Hä? What the? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist unter dieser Brücke. Ich glaube, wir werden es auch nie erfahren. Ich wurde auf jeden Fall zusammengeschlagen. Kann ich jetzt nur zu Fuß mit dir reden oder was ist jetzt hier Phase? Danke, dass du dich direkt vor mich stellst.
So, du musst Gecko sein. Willst du etwas mitziehen? Nein, nun, dann bringst du dieses Bargeld wohl besser zu. Wow. Ich werde das nicht überleben. Im nächsten Dealer handelt es sich um einen hohen Koski, er könnte einige Probleme bereiten, okay. Bin mal gespannt, ob ich jemals tatsächlich dann jetzt aus diesem Fahndungslevel rauskomme. Ich habe schon länger zumindest keine Cops gesehen. Ich habe aber allerdings auch nicht mehr so viel Leben gerade. Was ein bisschen nervt. Und dieses ewige irgendwo Gegengedonner hilft jetzt tatsächlich auch nicht wirklich. Die Sache ist, warte mal, ich bin jetzt in Krishna-Gebiet, das heißt, ich könnte hier mein Fahndungslevel loswerden. Weil hier weiß ich ja bestätigterweise, dass hier auf jeden Fall so ein Teil ist. Das ist der einzige, den ich bisher kenne. Die anderen müsste ich durch Glück noch finden irgendwie. So. Jetzt haben wir das eine Problem zumindest schon mal gelöst. Fehlt eigentlich nur noch jetzt der niedrige Gesundheitsstand, aber den kann man zur Not ausgleichen mit Safe States. Und dann beim Aufnehmen der nächsten Mission tatsächlich irgendwie verbraten oder so. Guck mal, hier ist ein Gewehr zumindest schon mal. Ich speichere mal. Hallo. Drücke keine Kohle an Sebatsupunks ab, sag Uno Kabe, soll sich ins Knie F freuen, nehme ich an. Hörte den Kowski-Schlohmeier. Okay. Ach komm, jetzt hauen die wirklich. Ich wollte eigentlich hinterherfahren. Ich meine, ich habe noch eine Weste, das ist gut. Na komm, stehen bleiben. So, war's das? Nächste Dealer ist unberechenbar, bleib also cool. Okay, es war's noch nicht. Und jetzt habe ich es mir dann auch mit den Kowskis verklaut. Ah, okay. Wenn ich die Kowskis kille, dann sind bei den Krishnas geht's wieder ein bisschen nach oben. Sieht man jetzt oben links. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade wird mir erstmal wieder der Ort angezeigt. Da sind jetzt mit denen auch wieder auf dem grünen Zweig. Okay. Also mit denen haben wir es jetzt einigermaßen verscherzt. Ist jetzt nur die Frage, wo der nächste Dealer hier unten. Oder ist der oben? Nee, natürlich ist der oben. Ich wollte sagen, das sieht eigentlich danach aus, als würde das einigermaßen gehen. Ich nehme schon mal das Gewehr. Einfach nur mal so. Hör zu, Mann, ich werde überwacht. Ich kann nicht sprechen. Mein stummer Hiwi wird dir die Scheinchen geben. Okay. Fünf? Ist jetzt auch gleich nochmal weiter, oder? Soll ich ihm folgen? Ach da. Okay, dann geh erstmal. Ich sammle mir das Zeug. Ein erfolgreicher Job, Gecko. Der Kostgab schon geht mir auf den Zeiger, aber du hast die Sache wie ein Profi erledigt. Merkst du was? Erledigt. Wo Job erfüllt? Oh nein. Also klar. Geht so jetzt zur Kläranlage und klauen den Kowski-Truck. Ich geh immer weiter hier. Vor allem ist es jetzt, also die werden immer länger, alleine durch die Fahrtwege und immer wieder hier noch der und der und der und der und dann kommt immer noch ein anderer Auftraggeber dazu, oder eine neue Person. Aber zeitgleich ist es wirklich so eine Auf zum Brokkoli-Geschichte. Bei der man dann immer so, ja bring, jetzt hol da die Drogen, da die Drogen, da die Drogen, jetzt bring die Drogen da hin. Also wenn das jetzt wenigstens alles noch so Knastmissionen wären, also so wie die rote Mission, die wir hatten, wo wir in den Knast einbrechen mussten und sowas, dann hätte ich gesagt, ja okay, ist cool. Aber so in der Art, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Na. Nee, hier ist nichts mitgefroren. Ich fahre mitten durch das Krim-Gebiet. Das ist natürlich auch nicht so geil. Da wäre jetzt auch Rüstung gewesen. Ein bisschen Gesundheit. Ah! Nehmen wir die doch. Ah, schön. Ist jetzt zumindest diese Angst vorbei. Das andere Problem ist jetzt allerdings, okay, ich bin jetzt bei der Kläranlage.
Aber natürlich auf der anderen Seite von dieser ganzen Geschichte hier ist jetzt wieder das, wo ich eigentlich hin will. Das ist eine verdammt hohe Rampe und ich habe richtig Bock, sie zu fahren. Mach ich jetzt auch. Verrückter Stunt-Bonus. Geil. Guck mal, haben wir das tatsächlich auch nochmal? Oh, schade, da war ein Zaun. Ich hätte jetzt echt gerne gesehen, wie die da runterfahren. Das wäre doch mal so ein schöner Abschluss jetzt nochmal zu der Folge gewesen, so langsam. Ja, jetzt gerade bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir vielleicht die komplette Mission in dieser einen Folge hier schaffen. Deswegen mache ich jetzt nochmal ein Stückchen weiter. Oh nein, das ist jetzt wieder dieses Polizeipräsidium, wo ich nicht durchkomme. Da muss ich auf die andere Seite. Ach, oh, brauchen Truck. Vordere Tür ist gesichert. Finde einen Weg zum Hinterhof und zerstöre die alten sowjetischen Generatoren, um den Eingang frei zu machen. Achso, den Truck, der Truck ist quasi da drin und ich soll ihn klauen, aber okay. Finde einen Weg zum Hinterhof, sagt er. Hier explodieren Dinge. Ich will nicht, dass hier Dinge explodieren. Ich speichere mal. Wenn Dinge irgendwo explodieren, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass... Ach so, da ist der Kowski-Truck. Der schwarze nehme ich an. Finde einen Weg. Finde einen Weg heißt auch gerne mal. So. Spring irgendwo drüber. Deswegen bin ich jetzt momentan noch so ein bisschen invested. Da ist auf jeden Fall ein Sprung. Miep, 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 miep. Schade. Wäre ein Sprung gewesen. Ne, warte mal, ich muss mal kurz die Karre wechseln, das ist mir jetzt zu heikel hier. So, call me Maurice. Wo könnte ich denn jetzt lang? Oder muss ich da lang, wo ich mir jetzt den Weg verbaut habe? Aber das wirkt jetzt, es ist halt ein Steg, das ist jetzt keine direkte Rampe. Ich komme hier nirgendwo in den Hinterhof. Das alles komplett abgesperrt ist hier natürlich. Jetzt wünsche ich mir wieder dieses Rauszoomen, so Worms-mäßig halt, ne? Also dass man dann sagen kann, ja okay. Weil ich kann auch nicht hochwerfen, ich kann nur weit werfen bei den Dingern. Und hier komme ich auch nicht vorbei, da war ich ja jetzt schon mal. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob ich wirklich richtig geguckt habe. Haha, wie komme ich rein in die Basis? Darüber jetzt halt auch nicht irgendwie, ne? Ist auch dicht. Überall ist alles dicht. Könnt ihr mal aufhören, mich zu rammen? Ist natürlich die Frage, wie weit ich ausholen muss. Fahr gleich einfach wieder zurück in das andere Gebiet irgendwie und von da aus ist dann so eine Treppe. Dann ist es wieder bei City All Over again hier. Ha, 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 ha. Oh, hier geht's auf jeden Fall weiter von hinten dran. Mit den Stromleitungen und so weiter, das ist neu. Oh, das ist doch gut hier. Das ist zumindest die andere Seite von dem Zaun, wo jetzt gleich theoretisch der Anhänger steht, jawohl. Das heißt, wir sind jetzt zumindest an der Hinterseite. Ja. Sieht auch gut aus. Da ist auch schon direkt passende Munition überall. Hier wird gleich geballert. Immerhin kriege ich jetzt hier auch nochmal Gesundheit. Da unten ist der Truck. Aber natürlich direkt erstmal nochmal ein bisschen Ballerei hier. Okay, die Jungs sind nicht darüber erfreut, dass ich Bier bin. Ich speichere nochmal. Schön versuchen, nicht gegen die Kollegen hier zu wettern. Seht ihr eigentlich, warte mal, theoretisch? Ich versuche jetzt mal einen dazu zu bringen. Ach, schade. Mich frage, kann ich von wo kann ich die theoretisch erwischen? Kann ich die überhaupt erwischen? Von oben wahrscheinlich, vom Dach, wa? Mollys habe ich ja, ich versuch's mal. Schon mal nicht.
Das war extrem gut. Fast schon ein Lucky Shot hier, damit dann wenigstens mal dieses Gerumse hier die ganze Zeit aufhört. Ja. Oh, das war nicht gut. Das war zu weit. Aber ich habe den Generator getroffen. Wie habe ich denn gerade so präzise auf den Typen geworfen? Wären wir da immer so oder so? Oh. Ja, nice. Mit meinem letzten Molly dann den Typen noch getroffen. Sehr gut. So, jetzt ist wenigstens mal ein bisschen Ruhe wieder. Das heißt, jetzt ist auch auf jeden Fall das Tor offen. Immerhin hat das funktioniert. Und jetzt, wie gesagt, wir überziehen jetzt mal ein bisschen einfach nur für die Tatsache, dass wir dann wieder auf einem kleinen grüneren Zweig sind und dann einfach sagen können, ja okay, ab jetzt können wir ganz normal die Folgenlänge wieder beibehalten, weil dann werden wahrscheinlich die Missionen dann immer pro Folge abgehandelt hier. Okay, jetzt wird ein bisschen geschoben. Ich weiß nicht, wie gut das für die Gesundheit von dem Truck ist, aber... Was ist hier eigentlich? Fahr vorsichtig zum Unterschlupf. Denk dran, die Ladung hat's in sich. Das ist jetzt natürlich die Frage, was die Ladung ist. Sind das jetzt diese, die Mitzi-Drogen? Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl, obwohl es geht, okay. Ich habe eigentlich ein mieses Gefühl gehabt, dass da jetzt gleich irgendwie eine Mauer ist und dann hat sich das wieder mit der Route. Aber wir sind zumindest auf einer Straße angekommen, das heißt, insoweit ist das jetzt erstmal schon mal in Ordnung hier. Wir sind auch relativ nah am Zielgebiet, hätte ich gesagt, jetzt so wie der Pfeil sich gerade bewegt. Ne. So viel dazu. Ach, ich mag diese ganze Struktur von der Stadt nicht. Wie gesagt, nach vorne gucken wird ein richtiges Upgrade. Vogelperspektive ist ja so langsam, aber sicher. Kannst damit aufhören. Der Typ hat mich übrigens mit einer Shotgun angeschossen und ich weiß nicht, wie gut ich das finden soll. Bin auch, glaube ich, generell immer noch in dem Russengebiet, ne? Also das bringt es nicht gut, wenn die mich halt auf komplett auf dem Kieker haben hier. Ich bin eigentlich schon relativ nah, wenn ich mir den Pfeil so angucke, aber trotzdem komme ich halt gefühlt trotzdem nicht näher, weil ich ständig immer nur parallel fahre. Jetzt bin ich doch auf einem guten Weg hier, oder nicht? Ja, natürlich. Die sind alle schon so langsam geworden, als würden sie gleich abbiegen wollen. Komm, ich will doch einfach nur diesen Truck loswerden. Tu mir diesen Gefallen. Quick, quick, quick. Da sind wir doch. Guck mal, da ist besagte Garage. Nochmal einen kleinen Drift, um zum Rein zu kommen. Und bitte nicht noch irgendwo hinbringen. Dankeschön. Job erledigt. Bei diesem Job hast du dich als wahrer Sabbat zu erwiesen. Hier sind $10,000 als Bonus zu den abgemachten 60.000. Mach dir davon einen schönen Urlaub und melde dich wieder. Siehst du mal. Gelbe sind noch verfügbar, rote sind jetzt verfügbar. Das ist sehr schön. Und wir sind fertig. Auch fertig für heute. Ich werde mal gucken, dass wir vielleicht dann erstmal zu diesen gelben nochmal hinfahren. Euch erstmal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns morgen wieder bei GTA oder einem anderen Projekt. Bis dahin, haut da rein. Macht's gut und tschüssi.